Die? Lassen Sie mich in Ruhe. Oh nein! Du kannst deine Kamera nutzen, um die Ecke zu gucken. Tue dies, dann kannst du um die Ecke gucken. So. Jetzt können wir hier auch endlich weiter. Kommt hier nochmal so ein Mini-Boss-Kampf jetzt? Was war das für ein Geräusch? Was? So und so. Kann man damit blenden? Ja, kann man. Moment. Lass mich wiederkommen. Wer will jetzt? Der Linke? Na? Wer will jetzt? Der andere. Aber schön, dass die abwechselnd kämpfen wollen. Was? Nein. Aber schön, dass die abwechselnd kämpfen wollen, wollte ich gerade sagen. So. Easy. Nichts gegen meinen Stock und meine Nüsse. Sind leider zu mächtig. Bevor ich da hinten runterfalle, gehe ich lieber hier weiter. Ja, fast. Wobei ist die eine Skulptur nicht als Erwachsener eventuell noch mal ein bisschen leichter zu holen? Muss ich nämlich den ganzen Weg hier nicht rückwärts zurücklaufen. Oh! Oh! Nice! Endlich mal! Ich muss nicht länger 1000 Jahre warten, um die Tageszeit zu ändern. Gutes Lied. So. Legen wir direkt erstmal die Bomben hier hin. Plupp. Eins. Oh, nehmen wir die, muss gleich von der anderen Seite. Und Nummer zwei. Und einmal hier noch die Truhe, dann haben wir, glaube ich, alles, bis auf die eine Skulltula. Nice. Okay. Erstmal der Ding auf der Schnauze gelandet. Oder kam hier noch ein Raum? Ah, hier kam ja noch mal was. Ich dachte, ich wäre jetzt schon beim Boss. Gebaitet. Dann haben wir halt auch noch ein bisschen. Aua. So. Weg mit euch. Das Gefühl, irgendwas will mich hier angreifen, aber irgendwie ist hier nichts. Cool. Einfach ein leerer Raum.
Ich sehe die doch dahinter. Flupp. Oh, ein Herzteil. So. Bin ich eh wieder geheilt danach. So. Aber Herzen können wir auch gut gebrauchen. Dann wiederum, dadurch, dass ich ja den halben Schaden habe, habe ich eigentlich ja sogar doppelt so viel Herzen. Ah, ich sehe schon, was ich tun muss. Ja, ich sehe schon. Wobei, kann ich das nicht eigentlich auch schießen? Beziehungsweise einfach außen rum gehen? Ich weiß nicht, ob man das als Cheesen sehen möchte, aber ich bin einfach außen rum gegangen. Kann ich eine Fee mitnehmen? Brauche ich eine Fee? Ach komm. Dann haben wir mal was anderes in unserer Flasche drin, außer Käfer. Außer ich fange die Käfer wieder ein. Fee? Ah, da. So. Dachte schon, die wollte schon wieder abhauen. Hat, sag mal, nachdem sich der Dekobaum schon eigentlich so gar nicht gelohnt hat von den Belohnungen her, hat sich zumindest Dodongos Höhle gelohnt. Damit kommen wir zumindest nochmal an ein Item dran. In der Zukunft? In dem einen Grab in Kakariko, glaube ich. Und bei den Fröschen kriegen wir auch nochmal eine Sache. Also zwei Items sogar. Bin ich jetzt schon beim Boss? Yay. Ein Stork. Wo bin ich? Außerhalb der Karte. Cool. Legen. Ah. Sowas weiß ich doch nicht mehr. Guten Tag. Hier, friss. Oh wait, ich muss ihm noch gleich auf den Kopf hauen, oder? Aufheben. Ich hoffe, meine 5 Stöcke reichen mir da noch aus. Oh. Lass mich mal kurz zur Seite gehen. Guten Tag. Nun. So viel zu, ich hoffe, meine Stöcke reichen mir aus. Das hat sich ja schnell erledigt. Der mag übrigens keine Stöcke. Ist der nicht eigentlich steinhart? Anscheinend nicht steinhart wie ein Rocker. Auch wenn es gerade so aussieht, als würde er den machen. So. Bin tot. Und Schlüssel hast du gedroppt. Für? Thieves Hideout. Okay. Dann haben wir sogar 2 davon schon. Das ist gut. Und das Feuermedaillon. Wie passend. Okay. Dann nochmal rein für die eine Skulptur. So. Welcher von denen fährt jetzt noch mal bis nach ganz oben? Der rechte? Ja, der rechte.
Das ist aber schon krass, wie stark so ein Stock ist. Der kann zwar nur einmal verwendet werden, aber es ist trotzdem einfach mächtiger als dein Schwert. Ja, ich dachte, ich habe Zeit, weil er nach unten fährt. So. Jetzt einmal hier hin. Und dann jetzt einfach nochmal den Weg zurücklaufen. Hey, listen! Ich glaube, allzu viele Tipps hat es doch gar nicht mehr, ne? So, war das jetzt schon der Raum? Nee, noch einer weiter. Was? Das sah ja interessant aus. Okay. Ich habe gehört, dass Salia für ihr Leben gerne singt, aber leider nie die Töne trifft. Deswegen verteilt sie wohl nun einen Gegenstand, mit dem Leute sich gegen ihren Gesang abschirmen können. Da kam ich her. Stimmt, ich kann auch zu Salia gehen, jetzt wo ich den Dekobaum geschafft habe. Oder ist das erst, nachdem man bei Zelda war? Wann kann man das sich bei ihr abholen? Hab ich Stella gelesen. Stella kann nicht singen. Aber etwas, womit man sich gegen ihren Gesang abschirmen kann? Was hilft denn gegen den Gesang? Kopfhörer? Nimm es nicht so wörtlich. Es geht nur ums Abschirmen. Ah, ein Schild. Ein Spiegelschild. So. Und das. Gib uns was Cooles. Yay, Geld. Jaga. Oder so. Wait, falscher Raum. Was auch immer Amniahaga gerade bedeuten sollte, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich heißt es so viel wie: Mein Beutel ist voll, hört auf, mir Geld zu geben. Ingame, ja. Outgame würde ich auch sowas nie sagen. Mein Beutel ist nie voll. Ihr könnt mir gerne so viel Geld geben, wie ihr wollt. So, dann haben wir das hier auch. Dann weiter zu Hyrule-Stadt. Gibt nämlich auch noch ein bisschen Stuff zu. Da können wir Geld endlich mal wieder ein bisschen ausgeben. Beziehungsweise. Moment. Moment, nee. Salia kommt doch safe erst, nachdem ich bei Zelda war, oder? Die wird doch safe erst dann getriggert, wenn ich bei Zelda war. Dementsprechend macht es noch keinen Sinn, da hinten hinzugehen. Also warten wir, bis wir irgendwann mal das blaue Ei kriegen. Und gehen dann erst dahin. Dann wieder um den Spiegelschild. Brauchen wir eh erst für den Geistertempel. Dementsprechend können wir den gerne noch ein bisschen hinten anstellen. Der ist noch nicht so wichtig. Ich sehe schon, sobald wir irgendwann mal Zeldas Wiegenlied haben, ne? Nach den 300, verdammte Scheiße, Skulltulas, minus 250, dann
Dann. Jetzt müssen wir die Nacht über draußen warten. Dann kriegen wir erstmal überall ganz viele Belohnungen. Komme ich noch rechtzeitig hin? No! Einfach vor der Nase zugemacht. Dann müssen Joe und Hans uns erstmal wieder hier unterhalten. Wo wir wieder bei Joe wären, ne? Der zusammengebrochene Joe. So sieht er jetzt aus. Ja, stimmt, wir haben den Song. Ganz vergessen. Tja, so einfach kann's gehen. Ich bestimme, wann Tag und Nacht ist. Habe ich mit dem Lied eigentlich gerade die Erdrotation einfach beschleunigt? Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so geil. Nee, du. Ich stehe nicht so auf Malerwasser. Wir machen erst einmal das Truhen-Minispiel. Majora's Mask be like. Ja. Es wäre auch nicht die klügste Idee, sie auch nicht die zu stoppen. Ja. Ich glaube, wenn man die Erde spontan einfach mal bremsen würde, würden wir irgendwann einfach alle von der Stelle wegfliegen, weil wir uns ja alle mit der Erdgeschwindigkeit auf der Erde auch mitbewegen. Wir würden dann einfach alle wegfliegen oder so. Wir haben den Dog einfach mitgenommen. So. Ich glaube, mein Gefühl sagt mir, diese Kiste ist richtig. Oh, wow. Mein Gefühl sagt mir, diese Kiste ist richtig. Oh, wow. Mein Gefühl sagt mir, diese Kiste ist richtig. Oh, wow. Mein Gefühl sagt mir, diese Kiste ist richtig. Oh, wow. Mein Gefühl sagt mir, diese Kiste ist richtig. Oh, wow. Mein Gefühl sagt mir, diese Kiste ist richtig. Oh, wow. Okay. Gehen wir wieder. Geben unser Geld woanders aus. Diese Kiste war nicht richtig. Ich bin mir ja nicht so sicher. So, dann auf zur nächsten Schießbude. Oh, die sind nur tagsüber offen. Dann einmal Tag. Ich glaube, man kann die normalen Kisten damit nicht durchschauen. Das ist, glaube ich, echt nur für dieses Minispiel. Und wenn doch, wäre ich sehr verwundert. So, darf ich jetzt dieses Minispiel machen? Oh wait, das ist nicht das, was ich machen wollte. Da bin ich gerade zum falschen Laden gelaufen, ne? Hier wollte ich eigentlich hin. Und du hast nur... A Customer! Okay, doch, ich kann's machen.
Oh, ein Schlüssel. Mal gucken, ob wir das überhaupt erstmal richtig hinbekommen. Huhn, gehen Sie bitte aus der Mitte weg. So. Jetzt habe ich auch genug Krabbelminen für das letzte. Wo ist das überhaupt das letzte Loch? Ja, mit diesem Riesending. So, und ich glaube, man musste sich irgendwo hier am Rand stellen und leicht schräg legen. Ja, fast. Na, noch weiter hier hin. Und noch schräger. So. Nein. Dann ein bisschen mehr dahin. Und schräg. Das ist zu schräg wahrscheinlich, ne? Wobei. Ja, okay. You are a fool! Was? Aber... Was mit meinem Schlüssel, der da war? Hä? Hä? Du hast mir gerade einen Schlüssel angeboten, Mädel. Was ein Beschiss? Die Traps tarnen sich als Items bei den Minigames. Wie gemein! Die hat mich richtig hart verarscht. Ah, nee, Moment, das war die falsche Richtung. Eher so. Nee, das ist immer noch falsch. Okay, machen wir es anders. Wir machen es eher schief. Ist das so? Hm. Nein. So. So, wo war ich denn jetzt gerade? Hier? Mit dem Fuß da und ich habe ziemlich schräg geguckt. So ungefähr. Als ob ich dran vorbeigeworfen habe. So, habe ich mich jetzt bewegt? Ich habe keine Ahnung. Link hat seine Idle-Animation abgebrochen, also dachte ich, ich hätte mich bewegt. Das war wahrscheinlich zu weit bewegt, ne? Ja. So? Habe ich gerade geguckt, in welchem Winkel? Nee, ein bisschen mehr. Ein bisschen schräger. Das ist zu schräg. So ein 45-Grad-Winkel versuche ich hinzukriegen. So ungefähr. Nice. Was kriegen wir? Mal wirklich die Skulltula. So, was kann ich jetzt noch gewinnen? Bombschuss. Wenn ich Bombschuss gewinnen kann, war es das dann auch mit den Belohnungen? Das ist dann quasi die letzte Belohnung dann? Also gibt es hier zwei Belohnungen nur? Huhn, geht er weg. Okay. Okay. Dann machen wir das eben noch. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Jetzt noch wieder ein bisschen Shrake.
Also mit dem linken Fuß auf dem fünften schwarzen Streifen stehen und dann ungefähr in einem 45-Grad-Winkel. Wobei ich glaube, es ist immer noch zu hoch, ne? Dann weniger als ein 45-Grad-Winkel. Eher so ein 40-Grad-Winkel. Ne, das ist zu wenig. Das sehe ich jetzt schon. Das war auch kein 40-Grad-Winkel. Bin ich ein bisschen weiter weg? Das war auch nicht so gut. Wobei, never mind. War auch gut. Okay. Dann haben wir hier zumindest alles abgeräumt, was ich abräumen wollte. So. Dann könnten wir zu Jabu Jabu. Mit einem sehr, sehr großen Umweg, weil wir über das Hyrule, über dieses Hylia-See gehen müssten. Wir haben immer noch kein Zelda-Siegenlied haben, um regulär reinzukommen. Hylia. Nee, du. Nee. Wir nehmen lieber Hylia. Mit Ü. So wie man es in der deutschen Synchro auch gesagt hat. Das klingt nämlich schon ein bisschen schöner. Und das wahrscheinlich auch alles nur Gewöhnungssache ist. So, wenn wir einen Haken haben, können wir uns übrigens auch an die Vogelscheuche ziehen. Wenn wir die per Vogelscheuchenpolka mal rufen. Zumindest können wir jetzt erstmal wieder Geld sammeln. Ja. Immerhin. Hat es doch mal was Gutes gehabt, das ganze Geld auszugeben. Hier habe ich das Loch schon. Bin ja mal echt auf das neue Zelda gespannt, also Tears of the Kingdom. Was da überhaupt der ganze Plot sein wird und alles. Wir haben ja bisher dann so gefühlt nichts von diesem Spiel gehört. Man einmal diesen einen ganz anfänglichen Trailer von, keine Ahnung, 3 Jahren mal gesehen. Dann kam nochmal ein Trailer, wo man gesehen hat, irgendwas mit Himmel. Und dann kam noch der Ankündigungstrailer halt fürs Datum. Und das war's. Einfach in all den Jahren nur 3 Trailer gehabt. Und bei dem ersten ist es überhaupt noch fragwürdig, ob der überhaupt noch aktuell ist oder nicht. Mal schauen, ne? Ich hoffe, sie nehmen einfach Breath of the Wild und machen es einfach besser. So mit guten Dungeons zum Beispiel. Und mit weniger Crocs. Und einer besseren Overworld. Jetzt, wo Fire Emblem fertig ist, bekommt das Tears of the Kingdom Marketing. Zack. Was? Ich sagte zack. Allgemein wäre mal wieder eine Nintendo Direct schon geil. So, weiß ich, so mit den Ankündigungen für Spiele für Anfang bis Mitte 2023. Das ist günstig. Kann ich mir noch nicht leisten. Mal abwarten. Hier noch ein Stock drin. Yes, den nehmen wir mal mit. Okay. War das eigentlich nur als erwachsener Link, dass dann der König Sora einfach mit zur Seite geht. Geräuschkulisse von dem ist übrigens zu. Danke. Super, wollte ich gerade sagen.
So, King Jabu Jabu. Dich werden wir heute nicht mehr machen. Aber wir haben trotzdem einiges geschafft. Wir haben sehr viel vom Waldtempel und Dekubaum und Dodongos Höhle komplett gemacht. Und danke auch an den Chat. Dementsprechend beim nächsten Mal dann Jabu Jabu. Ja, und dann mal gucken, was wir dann noch alles haben, weil ich habe zumindest aktuell nichts, was in Jabu Jabu drin sein sollte. Also ist der eigentlich komplett optional und gibt uns immerhin den Soras-Smaragd, der, ganz regulär da drin ist.